Hallo, meine frugalen Freundinnen und Freunde. Heute zeige ich euch, wie ich meine Eier verbrauche, die ich noch habe, und die Milch, die ich gestern gekauft habe. Und zwar gibt es bei mir Pancakes. Da benutze ich ein ganz einfaches Rezept. Leider habe ich es diesmal etwas falsch gemacht. Ich habe mir das Kopfweh, da ist ein bisschen daneben gegangen. Also, ich nehme das Rezept aus der Zeitschrift Brigitte, lustigerweise. Damit fahre ich ganz gut, ist ganz einfach und die schmecken uns richtig gut. Und zwar sind das für drei Portionen, kann man so eine Art Dreierregel machen. Drei Eier, drei Esslöffel Zucker, 300 Gramm Mehl, 300 Milliliter Milch und ein halbes Päckchen Backpulver. Also bei zwei Portionen kann man alles mal zwei nehmen, bei vier Portionen alles mal vier. Genau. Und es sieht so braun aus, weil ich 200 Gramm normales Mehl und 100 Gramm Vollkornmehl genommen habe. Ich mische da immer gern etwas Vollkornmehl mit rein, um den Ballaststoffanteil zu erhöhen. Das könnt ihr ganz nach Gusto selbst gestalten. Besser wäre es tatsächlich, wenn ihr anfangs also die Eier trennt. Dann rührt ihr einfach die drei Esslöffel Zucker mit drei Eigelb zusammen und einer Prise Salz, Salz natürlich nicht vergessen, und schlagt das schaumig. Dann kommen Mehl, Milch und Backpulver dazu und lasst das Ganze ein bisschen stehen, beziehungsweise hebt dann das Eiweiß zum Schluss drunter. 15 Minuten, bevor ihr das Eiweiß reinpackt, stehen lassen, bis sich so Blasen bilden. Dann hat das Backpulver auch gut reagiert. Genau, dann könnt ihr das Eiweiß unterheben und die Pancakes ausbacken. Hier habe ich tatsächlich leider vergessen, die Eier zu trennen. Das macht nichts, dann wären sie nicht ganz so fluffig, aber schmecken trotzdem immer noch ganz gut. Ich werde einige jetzt ausbacken. Pur, die gibt es dann mit Nutella und ich habe ja auch noch ordentlich Blaubeeren dabei. Dann gibt es noch Blaubeeren dabei dazu. Und noch ein Tipp von mir: Wenn ihr wartet, bis sich so Blasen bildet, könnt ihr jetzt genau sehen am Teig, dann sind sie genau richtig zum Wenden. Und so sehen meine fertigen aus. Der eine ist etwas verunglückt. Das sind so die ersten zwei. Wie man weiß, die ersten zwei werden nie etwas ordentliches. Hier sind Blaubeeren mit im Teig, bei denen hier in der Pfanne nicht. Gut, ich hoffe, das inspiriert euch, euer Nachtisch bzw. ein bisschen gesünder zu leben. Macht euch einen schönen Tag, trinkt eine Tasse Tee, abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch mehr Videos sehen möchtet. Und ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Bis dann.